So, ja, ein wunderschön. Da er noch am Hochladen diverser anderer Videos hier ist, habe ich mir heute verkniffen, mal das Place aufzunehmen, sondern werde stattdessen mal wieder, auch weil ich gerade über eine Datei gestolpert bin, mal wieder ein bisschen Map-Editing zeigen. Und zwar bin ich eine über eine Datei gestolpert, wo ich Portale, also mit Portalen experimentiert habe. Und genau das möchte ich heute mal ein bisschen zeigen. Dazu gehen wir wieder in unser Slate rein. Hoffen, dass das nicht allzu lange dauert. Oh, geht ja relativ schnell. Ja, und Portale ist ein Feature, das geht auch in Vanilla Doom. Also in Vanilla Doom nicht, aber in Hexen zum Beispiel geht das. Will ich aber hier nicht machen, sondern muss ich gerade überlegen, jetzt weiß ich gerade echt nicht, geht das in Doom? Nee, ne? Nee, in dem gibt es keine Portale. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das Ganze in Z-Doom. Also spezialisiert G-Z-Doom natürlich zum Öffnen, aber an sich das Map-Format ist ja erstmal Doom. Ja, dazu erstellen wir hier oben eine neue Datei. Was möchte ich jetzt machen? Genau, hier oben ein New Zip-Archiv. Beziehungsweise, nee, wir machen als WAT. Ist unkomplizierter. So. In dieser neuen Datei, die speichern wir erstmal. Dokumente. Genau, hier, das ist meine erste Testmap. Port, abgekürzt für Portal. Nicht für Porto oder sowas. Portfolio. Wir erstellen eine neue. Können wir gleich mal ausschreiben. So, Portal. Was sind Portale? Portale sind ja diese Objekte, wo man praktisch in der Map rumspringen kann. Kennt man ja, Portal zur anderen Dimension oder Portal in die Hölle oder in den Himmel. Kennt man ja. So, wichtig ist, wenn man mit Portalen arbeitet, in unserem Fall jetzt hier, Z-Doom benutzen. Eternity ist praktisch so was ähnliches. Damit habe ich aber persönlich keine Erfahrung, weil habe ich nicht installiert. Ich nutze halt immer Z-Doom. Ja, dann erstellen wir eine neue Map. Map 1 im UDMF-Format. Alles andere hier in Hexen, wie gesagt, geht das normale gehen die normalen Portale auch. Aber ich möchte ja ein bisschen mehr zeigen. Dementsprechend bleiben wir hier allgemein im UDMF-Format. Ihr könnt auch gerne im Hexen-Format rumspielen, denn das ist ein bisschen Boom-kompatibel, soweit ich mich jetzt mal aufs Fenster wage. Egal, wir machen UDMF-Format, damit sind wir auf der sicheren Seite. So. Neue Map öffnen. So. Grundkurs Portale. Portal beamt einen von A nach B. Man braucht also A und B. Also erstellen wir A und B. Und zwar erstellen wir einfach mal zwei Räume. Bap, 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 bap. Und noch einen Raum. Bap, 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 bap. So. Egal. So. Wichtig bei Portalen ist, erstmal Startpunkt einsetzen, wie immer. Wir wollen ja hier nicht die gute Schule verlieren. Oder vergessen. So. Ich hatte ja schon mal in vorigen Videos gesagt, dass bei Doom und damit auch bei Z-Doom und GZ-Doom, wobei da eher mehr oder weniger, wird alles über Trigger-Linien eingestellt. Heißt also auch, die Portale sind Linien. Also gehen wir wieder auf unseren Lines-Modus und ziehen jetzt hier eine Line in den Sand. So, fertig. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, wenn man einfach nur eine Linie zieht, normalerweise Linie erzeugt automatisch ein Viereck. Wenn man einfach nur eine Linie erzeugt, dann muss man wieder die Einfügtaste drücken, zum einmal Mausklick, und dann am Ende, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt hier fertig, Doppelklick. Bam. Damit macht man praktisch ein offenes Gebilde. Halt zum Beispiel halt, jetzt in meinem Fall halt eine Linie. Bam. Fertig. Egal, also wir haben jetzt hier eine Linie und wir haben hier eine Linie. Bam. So. Und diese beiden Linien sind jetzt die Portale. Also, ja. Jetzt gibt es Folgendes zu beachten. Wir müssen dem erstmal die Eigenschaft geben. Das ist hier, wie so vieles andere, war ja auch mit den Aufzügen, also mit den
Fahrstühlen und sowas, alles war ja das gleiche, mit den Doors und sowas, alles unter Special. Und in unserem Fall kommen wir jetzt in eine neue Region, Teleporter. Und alles, was uns von hier aus interessiert, ist das hier. Die 156. Line Set Portal. Damit, auf Deutsch übersetzt, setzen wir die Linie als Portal. Also legen sie als Portal fest. So. Wenn wir das ausgewählt haben, müssen wir jetzt auf die Argumente gehen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen tricky. Wir haben ja hier unter General eine Line-ID. Die brauchen wir wieder für das Ganze. Wir setzen also jetzt zum Beispiel diese Linie auf die Linie 1. Und hier kommt dann später die Linie hin, wo wir hin teleportiert werden wollen. Das wäre in dem Fall also diese. Und die bekommt dann später einfach die Nummer 2. Reserved heißt praktisch reserviert, das ist für Internetzwecke, die lassen wir auch auf 0, steht die unten. Lies das Argument auf 0, also lass das auf 0. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Es gibt hier verschiedene Arten von Portalen. Wir wollen am Anfang das klassische benutzen, halt also Teleporter. Alles andere kommt dann gleich. Das hier ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich setze das erstmal, das wird später wichtig, erstmal auf Boden. So, jetzt haben wir gesetzt, aha. Wir haben also einen Teleporter, der uns zur Linie 2 teleportiert. Bam. So, okay. Jetzt sagt er uns, gibt es ja noch gar keine 2, deswegen, wenn wir hier rüber gehen, sehen wir noch nichts. Wir sehen zwar, dass die Linie blau ist. Es ist also irgendwas Specialiges an dir, an der Linie, aber wir sehen hier noch nichts. Deswegen gehen wir jetzt hier auch wieder auf die Eigenschaften und sagen Linie 2. Bam. Und jetzt sehen wir, aha, grüne Linie, alles wunderbar. Sobald wir hier rüber gehen, gehen wir hier hin. Und die rote Linie heißt, das hier ist das Gegenstück dazu. Und wichtig ist, Gegenstück heißt nur, dass diese Linie bei der endet. Das heißt nicht, dass wir von hier wieder zurück können. Das kommt dann gleich. Erstmal speichern wir das hier und testen das Ganze mal aus. Wie gesagt, meine alte Datei. Ich habe die irgendwann im August erstellt oder sowas. Schon mittlerweile eine Weile her. Wir wollen aber jetzt ein Portal. So. Warte, das war hier komplett aus. Brauchen wir jetzt alles nicht. So. New Game. Help me plenty. Perfekt. So, und da. Jetzt wird es drüben. Jetzt sind wir in dem anderen Raum. Und von hier aus können wir aber nicht zurück. Ich zeige das nochmal ein bisschen in der Map, da kann man sich das besser vorstellen. Weil es sieht hier ein bisschen ulkig aus, gebe ich zu. Wir zoomen mal raus. Weiter raus geht gar nicht. Wir gehen jetzt mal hier in die Linie rein. Bam, und sind teleportiert worden. Und wir können aber nicht zurück. So, das ist dieser ganz klassische Teleporter. So, um zurück zu können. Seht ihr, was ich euch noch zeigen möchte? Das hat man jetzt gerade vielleicht gesehen. Man wird ja nicht irgendwie teleportiert, sondern es gibt eine bestimmte Logik dahinter. Zu sehen ist das an zwei Sachen. Wir sehen hier die Ecke von dem anderen Raum. Wir werden also in eine bestimmte Richtung rausgeschickt. Und wenn wir den Teleporter von der Seite betrachten, sehen wir gar nichts. Es passiert auch nichts. Das hat folgenden Hintergrund. Eine Linie hat immer zwei Seiten. Man nennt praktisch die Vorderseite und die Rückseite. Und das Wichtige ist, bei Teleportern wird man immer von der Linie, die hier diesen Loop hat, also die Vorderseite, zur Vorderseite geschickt. Wenn man also hier in die Vorderseite reingeht, kommt man hier bei der Vorderseite wieder raus. Wir sehen also hier die Ecke, auf die wir gerichtet waren. Von hinten ist wie bei einer guten Beziehung passiert gar nichts. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt wieder zurück wollen, müssen wir dem hier sagen, das soll auch ein Portal sein. Eigenschaften, Special, wieder Teleporter, Portal, also auf Portal setzen, jetzt kommt wieder Sonne raus,
Argument. Und jetzt setzen wir hier die andere Linie rein. Nummer 1, weil wir wollen ja zurück teleportiert werden. Das lassen wir wieder auf 0. Das hier setzen wir wieder auf Teleport. Und ja. Fertig. Jetzt haben wir hier eine rosane Linie, die in beiden Richtungen genau gleich ist, weil es auch in beiden Richtungen genau das gleiche macht. Jetzt speichern wir das Ganze mal. Und starten das. So, jetzt haben wir, jetzt sind wir in den anderen Raum. Wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir, aha, der Teleporter zum ersten Raum. Fertig. So, jetzt ist noch das Problem, wir wollen aber, dass der Teleporter nicht nur von der Seite aus ist, sondern der Teleporter steht ja frei im Raum. Das heißt also, wir wollen zum Beispiel auch von hier hinten. Das geht bei Teleportern nicht, sondern es geht nur über Umwegen. Und zwar können wir nicht nur eine Linie erstellen, die wir als Teleporter markieren, sondern wir können mehrere erstellen. Und da sagen wir einfach, wir erstellen noch eine Linie. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Achtung, das wäre jetzt falsch, weil jetzt sind beide Linien gleich rum. Damit wir von der anderen Seite rankommen, müssen wir die Linie natürlich auch andersrum zeichnen. Das heißt also, wir fangen rechts an und gehen nach links. Jetzt ist der Strich hier oben. So, das gleiche hier. Wir erzeugen noch eine Linie. Und auch hier wäre das wieder falsch. Heißt also, wir müssen auch hier wieder andersrum anfangen. Bam. Und jetzt können wir hier genau das gleiche sagen. Wir gehen hier auf Eigenschaften. Special. Teleporter. 156. Arguments. Die andere Linie heißt dann hier 4. Das ist dann wieder die 3. Heißt also, wir wollen zwar 4. Wir selber sind die 3. Ja, das ist die 3. Und wir wollen zur 4. Und der Teleporter-Typ ist wieder ein klassischer Teleporter. Das setzen wir mal vorsichtshalber wieder auf das erkläre ich dann später. Haben wir hier übrigens vergessen. Man merkt also, es gibt dabei keine Fehler, aber es ist halt immer besser. Ja, hatte ich ja schon vorher gehabt. Wenn man eine Linie bearbeitet und einfach auf Arguments geht, dann sieht man hier nur das hier. Um die richtigen Sachen zu sehen, muss man das Ding wieder auswählen. Das ist ein bisschen blöd gelöst, aber ist halt so. Teleporter, 156. Und jetzt sieht man das hier alles auch. So, wir gehen hier wieder auf Floor. Schon mal kleiner Vorgeschmack, dass dieses mit diesem Boden oder Decke wird dann wichtig, wenn man Räume hat mit unterschiedlicher Höhe, die unterschiedlich kommt alles später. Bei uns jetzt sind beide Räume auf gleicher Höhe und gleich hoch, von daher ist das komplett irrelevant. So, hier setzen wir wieder, wir selber sind die 4, das ist ja jetzt diese Linie hier, also sind wir die 4. Wir wollen wieder einen Teleporter erstellen auf der Linie. Und zwar wollen wir wieder zurück hierhin, heißt also zur 3. Nein, nicht 30, sondern 3. So, und auch wieder Teleporter. Floor. Bam. Jetzt haben wir auch hier wieder eine rosa Linie. Heißt also alles wunderbar. So, und wenn wir jetzt das Ganze probieren, dann. Haben wir hier einmal einen Teleporter, der uns in einen anderen Raum schickt und wieder zurück. Und wenn wir um den Teleporter drumherum gehen, haben wir aber auch einen Teleporter, der uns jetzt wieder zur anderen Seite schickt und wieder zurück. Na, jetzt gehen wir mal außen rum. Badam. Wir können wieder zurückgehen. Badam. Absolut ideal. So, das war's erstmal mit Portalen allgemein. Im nächsten Video werde ich dann darauf eingehen, auf die verschiedenen Typen von Portalen. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Jo. Und dann auch über die ersten Anwendungsbeispiele, was man damit so alles in der Praxis machen kann. Von daher würde ich erstmal sagen, das war's mit dem ersten Video. Also mit insgesamt Level Map 5 jetzt. Also Video 5.